Guten Abend und herzlich willkommen, liebes Publikum. Hier ist eure allwissende Bildregie Katharin und ich weiß zum Beispiel, was euch heute bei der TGIF erwartet. Erinnert ihr euch an die Zeit, als Berlin noch eine Insel war? Eine geteilte Stadt in der SBZ, in der sowjetisch besetzten Zone, besser als DDR bekannt? Ich erinnere mich noch, denn ich bin zu der Zeit wie viele Schwule aus dem Westen nach Berlin gezogen, was den charmanten Vorteil hatte, dass ich nicht zur Bundeswehr oder zum Zivildienst musste. Doch darum geht es heute gar nicht, sondern um queeres Leben in der Deutschen Demokratischen Republik. Denn die hatten ja nix, stimmt nicht. Die hatten schwules, lesbisches und Transleben, Deutschlands berühmtesten Travestiten und Uferfrauen und sogar schwule Filme. Okay, einen, aber zwei weitere wurden zum Teil dort gedreht. Gabi stellt euch die Filme über den Wilden Osten vor. Ich bin heute übrigens im fernen Osten, denn ich besuche einen Freund in Thailand. In der Bildregie für den Livestream sitzt heute Josef von den Weddinger-Filmern, der sonst hinter der Kamera steht. Tommy steht da auch heute wieder. Für alle, die den Livestream schauen, sitzt Falk an seinem Laptop und freut sich auf eure Anmerkungen, auf Fragen, Ergänzungen und natürlich Lob als Live-Kommentar. Mike steht selbstverständlich wieder hinter dem Technikpult und ihr im Publikum in der AHA wurdet von Miriam am Einlass begrüßt und werdet von Mimi und Carmen an der Bar versorgt. Auf der Bühne wird heute wieder Sandra Polipolcho vom Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest mit dem lesbischen Blick und Infos zum vierten BLN Filmfest Anfang Dezember und das BLN Special Trans Non-Binary für euch sein. Unsere und eure Gastgeberin ist natürlich die blödeste, was steht da? Oh, das ist so schwer zu lesen in der prallen Sonne. Ah, die blondeste aller Cineastin, bitte begrüßt mit einem Oscar-verdächtigen Applaus, Gabi Tupper. Ich mich nicht.
getraut. Ja, trashige Anfangsnummern zur Trash-Goddess. In Film, das war eine Nummer von Veronika Fischer, einer doch leider Gottes sehr vergessenen Künstlerin aus der ehemaligen DDR, die ansonsten ganz, ganz großartige andere Songs gemacht hat. Ich empfehle da mal ein kleines bisschen zu googeln. Sie sah am Anfang ihrer Karriere ähnlich schlimm aus wie ich heute. Kay und Betty Büchse würden wahrscheinlich sagen, oh Gott, Gabi, wie damals, denn die beiden sind ja noch in der DDR zumindest, haben sie ihre Jugend dort verbracht, groß geworden. Und ja, wir sind heute 4 Tage vom 32. Jahrestag des Mauerfalls und dementsprechend heißt es heute auch der Wilde Osten und wir haben zumindest ein paar Filme gefunden und zusammengestellt, die ich heute auch auf DVD vorstelle, zum queeren Leben in der DDR. Und da frage ich jetzt einfach mal, und damit ich ein bisschen besser sehe, setze ich mich auch. Wer von euch stammt denn noch aus der DDR? Also wer hat das Leben da? Ja, jetzt ist eins, guck mal, zwei, drei. Also es ist jetzt nicht gerechnet, wie lange ihr dort wart und ob ihr vor Mauerfall noch ausgereist seid oder ob die Ausreise freiwillig oder unfreiwillig war. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zum heutigen Abend habt, dann brüllt sie bitte gerne rein, denn ich bin noch in dem Alter, dass ich von der DDR vom Hörensagen was mitbekommen habe. Ich selber bin nie in der DDR gewesen, nach Mauerfall. Als die Großtante meines Vaters verstarb, waren wir dann zu ihrer Beerdigung einmal in der ehemaligen DDR, so wirklich ganz knapp nach Mauerfall. Ansonsten erinnere ich mich daran, ich komme ja gebürtig aus Kiel, an Trabis, die dann irgendwann auch in Kiel ankamen, relativ bald sogar. Ich erinnere mich daran, dass im 11. Jahrgang wir ein Mitschüler bekam, das war total aufregend, der erste Ossi, Enrico. Er erfüllte auch sonst wirklich jedes Klischee. Es war für uns als Jahrgang wirklich so ein bisschen, dass wir dachten, um Gottes Willen, wir wollen aufgeschlossen und tolerant sein und dann erfüllt dieser Mensch wirklich so jedes Klischee, was man sich irgendwie irgendwann mal hat sagen. Angeblich waren damals überall Orangen und Bananen ausverkauft. Ich kenne keinen, der irgendwie zu der Zeit im Westen keine Bananen mehr bekommen hätte. Ich halte das ja für ein Gerücht. Wir erinnern uns natürlich an das Titanic-Titelbild mit Zonen-Gabi und ihrer ersten Banane. Wer das nicht kennt, der ist wirklich noch jung. Natürlich an die endlos langen Schlangen, auch die habe ich selber nie erlebt, vor den Sparkassen und Banken, wo das Begrüßungsgeld ausgezahlt worden ist. Wie war es mit Falk, hast du Begrüßungsgeld dir auszahlen lassen damals? Hallo? Ah ja. Jetzt, da bin ich. Ja, habe ich. Das erste Mal war ich am 17. Dezember 1989 in Wedding auf der Post. Und dann als gieriger Ossi bin ich noch mit meiner Schwester zwischen Weihnachten und Neujahr nach Bayern gefahren und habe mir in Coburg nochmal die extra 60 Euro geholt. Was hast du von dem Geld gekauft? Jetzt sag bitte irgendwie VHS-Kassetten mit tollen Westfilmen. Nee. Bananen. Nee. Das erste war, glaube ich, eine Packung Kaugummi, 2 Kiwis und eine Packung süßer Speck. Ich war 18. Andere 18-Jährige hätten sich wahrscheinlich Zigaretten und Pornohefte gekauft. Habe ich mir nicht getraut. Und mit dem Geld bin ich dann, wollte ich eigentlich nach Paris fahren, aber es gab keine Reise und da bin ich dann nach Venedig gereist. So.
zu meiner Ehrenrettung. Ja. Und was ich so die ersten Male nachts in West-Berlin getrieben habe, erzähle ich nicht. Das, ihr Lieben, die ihr vielleicht im Livestream zuschaut, könnt ihr ganz dezent im Livestream Falk fragen, denn er sitzt da und geht auf eure Kommentare ein. Alle, die hier im Saal sind, die können Falk das vielleicht in der Pause dann fragen. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Geld, denn es gibt in unserer Veranstaltungsbeschreibung bei YouTube einen PayPal-Spendenlink und ja, auch wir brauchen euer Begrüßungsgeld. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt 100 Mark überweisen, obwohl, wenn ihr noch Mark zu Hause habt, dann nehmen wir die auch. Aber als ehrenamtlich organisierte Veranstaltung freuen wir uns über eure Spenden. Ihr hier im Saal dürft nachher, wenn ich vor der Pause mit dieser oder in der Pause mit dieser Spendencam rumgehe, etwas dort reinwerfen. Ja. Das große Problem mit queerem Leben in der DDR ist ja, dass es bis heute immer noch nicht aufgearbeitet ist, dass es in der DDR so dermaßen unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen wurde, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, das aufzuarbeiten und der Westen, wie er denn so überheblich ist, das für bisher noch nicht so wahnsinnig relevant hielt. Das finde ich eine ziemliche Katastrophe, denn egal wo, und das stellen wir immer wieder fest, ist queeres Leben gerade in der jüngeren Vergangenheit wichtiger Bestandteil unserer Geschichte. Bei der letzten TJF habe ich den Film oder die DVD Mein wunderbares West-Berlin vorgestellt. Den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und da fällt der wunderbare Satz, dass die Menschen, die in den 70ern hier in Berlin die queere Bewegung gegründet haben, die HAW gegründet haben, die homosexuelle Aktion West-Berlin, quasi bei Null anfingen, weil das queere Leben und das vor allen Dingen schwule Leben, was es davor gab, quasi nicht existent war oder zumindest nicht öffentlich existent war. Und bevor die letzten Menschen, die in der DDR schwules, lesbisches, Transleben erlebt haben, dann nicht mehr in der Lage sind, etwas zu erzählen, freue ich mich über jeden, der von sich aus etwas erzählt und freue mich darüber, wenn sowas denn auch festgehalten wird. Einige Filmemacherinnen und Filmemacher haben das festgehalten und dazu kommen wir denn auch heute noch. Katharina hat gerade eben in dem Intro gesagt, dass es einen schwulen Film aus der DDR gibt. Auch dazu komme ich natürlich gleich. Und zwei Filme, die zum Teil dort gedreht wurden. Die wurden dann natürlich nicht offiziell gedreht, sondern mit versteckter Kamera. Einer davon ist eine Sequenz in dem monumental, in dem Super 8 Monumentalfilm Jesus, der Film, der mittlerweile digitalisiert worden ist. Das ist ein 3 Stunden Super 8 Werk von verschiedenen Filmemacherinnen und Filmemachern aus der ganzen damaligen Bundesrepublik und eben auch von Filmemacherinnen und Filmemachern aus der ehemaligen DDR. Die haben meistens per Post dann Super 8 Filme zugeschickt bekommen, haben die dort dann gedreht und dann ihrem Westbesuch mitgegeben, damit das hier im Westen entwickelt werden konnte. Es hat nicht alles von dem Material auch überlebt. Wer in das Buch nachher mal reinschauen möchte, sehr, sehr spannend. Der Film ist, wie es für ein Super 8 Monumentalwerk mit künstlerischem Anspruch ist. Ja. 3 Stunden experimenteller Super 8 Film kann schon anstrengend sein, aber auch sehr spannend. Das war der eine. Der andere Film, der zum Teil in der DDR gedreht worden ist, wurde dann im ZDF innerhalb der Reihe Das kleine Fernsehspiel ausgestrahlt. Der wurde mit versteckter Kamera in Ost-Berlin gedreht und der ein oder die andere erinnert sich vielleicht, es geht natürlich um den Film Westler. Westler wurde 1985 von Wieland Speck gedreht. Wieland Speck, der später dann Leiter der Sektion Panorama der Berliner Filmfestspiele wurde und mittlerweile als The Daddy of the Teddy, des Teddy Award,
bekannt ist, der übrigens auch sehr in dem, der übrigens auch über seine Filme in dem Film Mein wunderbares West-Berlin erzählt. Und der lief dann im selben Jahr noch im deutschen Kino am, er lief im selben Jahr noch mal im Fernsehen und am 28. Mai 1987, dann also 2 Jahre später, lief er im Kino an. Die Geschichte erzählt, der Film erzählt, ich habe neue Wimpern drauf, die behindern irgendwie, dass ich irgendwie gut lesen kann, es tut mir leid. Ja, nein, der Film erzählt die Geschichte des Westberliners Felix, der sich bei einem Tagesbesuch mit einem amerikanischen Bekannten in den Ostberliner Thomas verliebt. Jeweils kurz vor Mitternacht muss Felix nach Westberlin zurückkehren und nach einiger Zeit werden die Grenzbeamten ob der häufigen Einreisen des jungen Mannes argwöhnisch. Um ein gemeinsames Leben führen zu können, planen Felix und Thomas schließlich Thomas Flucht aus der DDR. Thomas fliegt nach Prag und versucht von dort aus mittels eines Fluchthelfers in den Westen zu gelangen. Ob diese Flucht gelingt, bleibt jedoch am Ende des Films ungeklärt. Diesen Film haben wir mit der TGIF bei einem, bei einem unserer beiden TGIF Sommer-Specials im Filmkunst 66 zeigen können. Da haben wir die Edition Salzgeber überredet, den Film zu digitalisieren, damit wir den zeigen können. Seitdem gibt es eine digitalisierte Version auf DVD, zum Beispiel im Buchladen Eisenherz, auf DVD zu erwerben. Und ja, wir haben den Trailer natürlich für euch, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Westler von Wieland Speck aus dem Jahr 1985. Berlin. Minuten bis Polen und 5 Stunden bis Westdeutschland. So, warum zeigst du mir nicht Ost-Berlin? Und jetzt in den Osten. Benehmen Sie sich mal anständig hier. Du musst echt deinen Namen rausrücken. Das hätten die mich überhaupt nicht reingelassen. Weißt du, Felix, was du da vorhast? Der Film ist bis auf die zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, etwas anstrengende Synthesizer-Musik. Schon ziemlich sexy und auf jeden Fall sehenswert, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ein Teil des Films mit versteckter Kamera in Ost-Berlin gedreht wurde. Der einzige komplett in der DDR und ganz offiziell in der DDR gedrehte Film mit schwuler Thematik konnte ja nur dank des Einsatzes des Regisseurs Heiner Caro umgesetzt werden. Der hat ganze 7 Jahre lang sich um das Projekt bemüht, sodass dann am Ende die DEFA eingewilligt hat. Es geht natürlich um Coming Out. Und die Geschichte ist ja keine neue. Coming Out hatte am 9. November 1989 dann im Kino International mit einer Doppelvorführung Premiere. Und nach der zweiten Vorführung soll jemand ins Foyer gekommen sein und gerufen haben, die Mauer ist offen. Ja, und alle standen da und dachten so, ja.
Und sind dann weitergezogen zur Premierenfeier in den Burgfrieden, wo ja auch eine Szene in dem Film drin ist. Und der Burgfrieden nahe Bornholmer Straße, wo ja auch an diesem Abend der erste Grenzübergang geöffnet wurde. Da wurde denen dann erst wohl so richtig bewusst, ja, die Mauer ist wirklich offen. Und so wurde denn der erste schwule Film der DDR zugleich der letzte schwule Film der DDR. Denn kurz danach gab es denn ja auch die DDR nicht mehr. Den Inhalt des Films, und da habe ich mir jetzt mal bei Wikipedia geklaut, weil diese Beschreibung ist sehr, ja. Wikipedia beschreibt den Inhalt des Films so. Die Handlung spielt in Ost-Berlin. Der junge Lehrer Philipp Klarmann, Matthias Freihoff, lernt seine Kollegin Tanja Dagmar Manzel, die er noch vom Studium kennt, nach einem Unfall im Treppenhaus der Schule näher kennen und die beiden beginnen eine Beziehung. Ein alter Freund Tanja, Jakob, den sie Redford nennt, entpuppt sich als Jugendliebe Philipps. Philipps Eltern hatten die Beziehung beendet, indem sie Jakob einen Zirkelkasten und ein Fahrrad als Entschädigung schenkten. Durch die Wiederbegegnung gerät Philipp in eine Krise, flüchtet in eine schwulen Bar, aus der er schließlich volltrunken von zwei Barbesuchern nach Hause gebracht wird. In dieser Bar übrigens, die gerade eben schon erwähnte Szene im Burgfrieden, gibt es eine Barfrau und viele, viele Menschen erkennen oder müssen erst darauf hingewiesen werden, wer diese Barfrau ist. Ich frage einfach mal in die Runde. Charlotte von Mahlsdorf, das wahrscheinlich einzige Mal in ihrem Leben, dass sie eine Perücke trägt. Er wird also von zwei Besuchern nach Hause gebracht. Einer dieser für ihn anfangs anonymen Helfer, den jungen Matthias, Dirk Kummer, trifft er bald danach vor dem Schauspielhaus wieder und beginnt mit ihm eine Beziehung. Philipp muss sich mit seiner eigenen sexuellen Orientierung auseinandersetzen, hat aber nicht die Kraft hierzu. Auf einem Konzert mit dem berühmten Dirigenten Daniel Barenboim im Schauspielhaus kommt es zu einem Eklat, als Matthias auf der Suche nach Philipp mit Tanja zusammentrifft. Am Ende kann sich Philipp zu seiner Homosexualität bekennen und riskiert den Affront gegen die Schulleitung. Wenn ich das lese, hätte ich mir den Film wahrscheinlich nie angeguckt. Wenn man weiß, wie Zauber auf der Dackelblick von Matthias Freihoff ist, dann möchte man den Film immer wieder sich angucken. Und wir gucken zumindest in den Trailer mal rein. Den ganzen Film müsst ihr euch denn auf DVD zu Hause angucken. Der Trailer Coming Out. Es tut mir sehr leid, Kollege Klarmann. Gewisse Vorkommnisse, über die wir noch an anderer Stelle reden müssen, zwingen uns leider dazu, mit verstärkten Hospitationen der Schulleitung zu beginnen. Nein, ich will bei dir bleiben. Ich will nicht, dass sowas nochmal... Lass dich nicht im Stich! Niemals! Ich habe an mich gedacht. So ist das, wenn man merkt, was mit einem los ist. Da gehst du in Kneipen und trinkst, um alles runterzuschlucken. Wenn du abends dein Bett machst
dieses Gefühl, dass diese Nacht vielleicht doch noch jemand klingelt. Aber es kommt keiner. Hier weiß keiner, wie der andere heißt und wo er wohnt. Hier ist jeder allein. Und jeder hat Angst. Das haben wir leider aus der DDR wenig, eigentlich wie ich finde, zu wenig große Künstler, die es damals gab, den Schritt in den Westen geschafft. Auch da ist ja leider vieles vom Westen vereinnahmt worden und ich finde teilweise platt gemacht worden. Bands, Musik hatte es da durchaus leichter. City, Silly, Karat, die durchaus auch nach der Wende immer wieder Sachen veröffentlicht haben. Dagmar Manzel hat es geschafft. Dagmar Manzel ist regelmäßig in der Komischen Oper zu sehen. Inszenierung, die ich sehr, sehr empfehle. Zuletzt, glaube ich, Ball im Savoy wird jetzt, glaube ich, wieder aufgenommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder Die Perlen der Kleopatra, wo sie in der Titelrolle unter anderem zu sehen und vor allen Dingen zu hören ist. Und Matthias Freihoff ist regelmäßig unterwegs, spielt jetzt wieder aktuell, glaube ich, außerhalb von Berlin, aber sicherlich den auch wieder mal in Berlin im kleinen Theater am Südwestkorso zusammen mit Pierre Sanussi Bliss, Miss Daisy und ihr Chauffeur. Eine übrigens extrem sehenswerte, ganz, ganz großartige Inszenierung. Ich habe sie schon dreimal gesehen und dreimal am Ende geheult, aber ich glaube, das habe ich irgendwie mindestens schon zweimal bei der TGF erzählt. Ja, auf jeden Fall sehr sehenswert. Bleibt da einfach dran, zumal es sich auf jeden Fall lohnt, Matthias auch mal weg von Coming Out zu sehen, denn er kann mehr als nur Coming Out. Wurde auch zeitweise so etwas sehr auf diese eine Rolle festgenagelt. Er kann mehr. Was die wenigsten wissen, ist, wer Disney-Fan ist, Die Schöne und das Biest. Matthias hat die deutsche Synchronisation des Biest gesprochen. Was bei einer TGIF, als wir Matthias als Gast hier hatten und Maria Sternchen damals mit mir, die großer Disney-Fan ist und Lieblingsfilm Die Schöne und das Biest, hat da so einen kleinen Spontanorgasmus bekommen, als Matthias einmal anfing, mit tiefer Stimme das Biest zu imitieren. Ja, einige haben es, wie gesagt, geschafft. Jetzt fehlt mir da gerade die Überleitung. Ist egal. Ich nehme einfach noch einen Schluck dieses köstlichen grünen Getränks, was von Halloween noch übrig geblieben ist. Jetzt haben wir ganz viel Schwules gehabt. Und ja, natürlich gab es auch lesbisches Leben in der DDR und es gab sehr selbstbewusst lesbisches Leben. Und das zeigt der preisgekrönte Dokumentarfilm Uferfrauen von Barbara Wallbaum. Sie porträtiert sechs lesbische Frauen, die in der DDR gelebt haben. Einfühlsam lässt der Film die Protagonistinnen zu Wort kommen. Sie erzählen auf offene und ehrliche Art und Weise ihre Lebensgeschichten. Von den Kritikern gelobt mit dem Debütpreis des Queerscope-Verbands und dem Publikumspreis der lesbisch-schwulen Filmtage Hamburg ausgezeichnet. Das NDR-Kulturjournal schreibt dazu: Uferfrauen, ein Film, der Mut machen will, für sich selbst und ein gleichberechtigtes, freies Leben einzustehen. Programmkino schreibt, ein sehr menschlicher Film, einer, der tiefe Nöte und hohes Glück schildert, einer, der die Gesellschaft noch mehr öffnen könnte. Und der MDR sagt, der Film zeichnet ein vielfältiges, berührendes und oftmals erschütterndes Bild lesbischer Liebe in der DDR. Und ich finde, wenn man solche
Sätze hört, dann fühlt sich das immer so ein bisschen an, als ob da irgendwie von vor 50, 60 Jahren irgendwie geschrieben wird. Nee, so lang ist es noch gar nicht her. Und wenn wir uns heutzutage teilweise umschauen, dann finden wir auch in Berlin teilweise heute noch queeres Leben, was nicht so offen gelebt werden kann, wie es eigentlich sein sollte. Und da sind auch solche Filme immer wieder wichtig, die uns daran erinnern, wie es Menschen geht, die nicht so offen leben können wie wir. Und dass es auch an uns ist, dafür einzutreten, dass diese Geschichten erzählt werden und dass das Leben offener und selbstbestimmter sein kann. Auch da haben wir den Trailer zu Uferfrauen von Barbara Walbaum. Ich hatte früher keine homosexuellen Gedanken gegenüber einer Frau, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Da hat mich Sabine geküsst und da habe ich gedacht, bist du jetzt verrückt? Jetzt küsst du eine Frau. Und ich habe niemanden sonst, den ich um Rat bitten könnte oder der mir mal sagt, hey, ist gar nicht so schlimm, gibt noch mehr von dir. Irgendwo in mir drin wusste ich, es kommt eine, wo ich auf Gegenliebe, auf gleiche Gefühle stoße. Wie waren wir denn? Jeder hat sich seine Burg gebaut, eine große Mauer drumherum und innerhalb seiner Mauer hat jeder das gemacht, was er meinte, machen zu können. Aber in der Öffentlichkeit weißt du nie, wer zuhört. Wir haben auch viele aufgenommen, die keine Arbeit mehr hatten und auch die Wohnung nicht mehr bezahlen konnten. Und die, oder du hast Berlin-Verbot gekriegt, war ja auch. Und dann habt ihr die hier beherbergt? Und ja. Dann haben sich da nicht so Leute eingeschleust und so? Die bestimmt, 100%. Die wussten besser Bescheid als ich. Es war immer klar, dass wir uns zurückhalten müssen, dass wir aufpassen müssen, wo wir uns aufhalten, was wir sagen. Uns vereinte alle ein Gedanke, wir wollen was gegen dieses System tun und wir wollen unsere Freiheit als Lesben haben. Das war wie eine große Familie, so eine Community, so ein bisschen vergleichbar mit dem wahrscheinlich, wie die sich in New York gefühlt haben, als sie anfingen, für ihre Rechte einzutreten. Dann müssen wir nochmal aufs Standesamt gehen. Naja, auf jeden Fall müssen wir nochmal hingehen. Geben wir? Naja, wenn du dich benimmst. Das Bezeichnende an diesem Film finde ich im Gegensatz zu allen Dokumentarfilmen, wo schwules Leben gezeigt wird, dass die Frauen durchaus mit deutlich mehr Humor auf das teilweise echt auch beschissene Leben zurückblicken. Das macht es aus, da ein bisschen mehr Stärke zu haben. Und noch mehr lesbisches Leben kommt jetzt auf die Bühne, wenn sie überhaupt um diesen Stuhl, den ich da so unelegant hingestellt habe, drumherum kommt. Aber sie nickt, sie steht da nämlich schon. Und sie hat vorhin gesagt, sie hat nichts DDR-mäßiges zum Anziehen gefunden. Deshalb ist sie heute einfach ein bisschen butsch. Und ich freue mich, dass sie meine Butsch neben mir auf der Bühne ist. Hier ist Sandra Polly Polcho vom Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest mit dem lesbischen Blick. Let pussy manifest. Let pussy manifest. Let's just let pussy manifest. Ich müsste jetzt sagen, glaube ich, sportfrei, nein, ich weiß nicht, irgendwie so, das war, glaube ich, der Spruch, an den ich mich erinnere, als ich die ersten Spiele im Handball gegen
ehemalige Mannschaften aus Ost-Berlin durchgeführt habe. Ist auch schon echt lange her. Weißt du noch, wo du warst am 9. November? Hast du das vorhin schon gesagt? War ich da noch in der Maske? Habe das nicht mitbekommen? Ich bin immer wieder am Überlegen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, ich das weiß, ist das, das, ist das Zeichen, bloß, dass du nicht aus Berlin kommst. Ich weiß bloß, dass jedes Mal, wenn ich die Bilder vom Mauerfall sehe, und ich war vorletztes Jahr, meine Nichte hatte sich das gewünscht, dass sie wollte gerne mal ins Kino und wollte gerne auch mit mir ins Kino gehen. Ich hatte ihr ein Wochenende geschenkt, wo ich nach Hamburg gefahren bin, war mit meiner Nichte im Kino. Sie hatte sich einen Film ausgesucht, wo es um die Freundschaft zweier Mädchen in Ost-Berlin geht. Oder nein, noch nicht mal in Ost-Berlin, in Dresden war es, glaube ich. Auf jeden Fall, eines der Mädchen kommt nach den Sommerferien nicht mehr zurück in die Schule, weil sie mit ihren Eltern oder mit ihrer Mutter die Sommerferien in Ungarn verbracht hat und über Ungarn dann geflüchtet ist. Und ein ganz großartiger Zeichentrickfilm, der Realszenen nachgezeichnet, dann mit einbaut von den Montagsdemonstrationen, aber eben auch von dem Mauerfall. Und ich habe neben meiner Nichte heulend im Kino gesessen, weil es mich wieder so bewegt hat, obwohl ich mich selber nicht mehr daran erinnern kann, wo ich genau zum 9. November damals war. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin westberlinerisch sozialisiert, aber dementsprechend ja mit in alle Richtungen Osten aufgewachsen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, hängen bleibt. Und ich habe mich gefragt, ob es denn Filme gibt, die ich mit der Zeit der DDR verbinde. Und was hängen bleibt, ist für mich sonntags 14 Uhr Flimmerstunde. Das war im DDR-Programm wirklich, das waren großartige tschechische Spielfilme und Märchenfilme. Wir alle haben ein Überbleibsel davon, auch noch heutzutage, immer um die Weihnachtsfeiertage rum. Ihr wisst es bestimmt, was ich meine. Genau. Aber das waren immer ganz tolle Filme. Und was ich halt auch sehr sportaffin gemacht habe, ist immer den DDR-Sport geschaut, weil die haben mir sehr viel besser die Sportarten kommentiert, als ich das doch dann von den westdeutschen KommentatorInnen gewohnt war. Nichtsdestotrotz, du sagst in dem Falle KommentatorInnen. Gab es da schon KommentatorInnen? In der DDR, glaube ich, eher als in der Bundesrepublik. Allerdings musste ich auch sagen, auch die männlichen Kommentatoren im unter anderem Handball, waren in der ARD leider immer wegzuschalten. Also ja, da sind wir jetzt zum Glück schon einen Schritt weiter. Aber nichtsdestotrotz, du hast Uferfrauen angesprochen. Und es ist nicht der erste Dokumentarfilm über das lesbische Leben in der DDR gewesen, sondern das jetzt für euch und für die, die Interesse daran haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu stöbern. Viel zu viel verschwiegen, 1992 von Annette von Zitzewitz, ein Film, der 12 Frauen porträtiert hat, wirklich kurz nach der Wende, was nochmal sehr viel schwieriger war und was auch gezeigt hat, dass die Situation, wenn es darum ging, Mütter und die Situation, wenn Mütter aufgrund ihres Lesbischseins gar nicht mehr durch Repressalien, durch Druck von der Gesellschaft gar nicht die Möglichkeit hatten, mehr ihre Kinder selber zu erziehen, sondern es um Adoption oder andere Sachen ging. Dinge, die durchaus noch aufzuarbeiten sind, glaube ich. Und da ist jetzt der Film von Barbara Wallbraun, Uferfrauen, ein erster Schritt in diese Richtung. Ich glaube, wenn wir jetzt auch noch überlegen, wie es auch mit Trans-Situationen, wo wir gerade aktuell, glaube ich, aus der Geschichte heraus noch gar nichts wissen, auf jeden Fall nicht offiziell, wie damit umgegangen worden ist, gibt es da noch einiges zu tun. Und man muss auch sagen, dass Uferfrauen mitgetragen wurde und mitfinanziert wurde, und auch sehr viel Arbeit im Hintergrund drin steckt, dass Türen geöffnet wurden und dicke Bretter gebohrt von Personen in den Rundfunkräten etc. Und da muss ich das jetzt so sagen, auch Luca Renner viel dafür getan hat, dass dieser Film umgesetzt werden konnte. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig bestärken, um solch einen Film jetzt sehr, sehr lange nach der Zeit und mit diesem Erleben umzusetzen. Ich habe Pat Wunderlich kennengelernt und sie war zu uns bei den queeren Filmtagen in Fürstenwalde und hat wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und auch das zeigt, ich meine, Fürstenwalde ist nicht so weit von Berlin weg. Aber dort queeres Leben zu etablieren und Filme zu zeigen, das haben wir zum ersten Mal gemacht in diesem Sommer. Und wenn ich jetzt mal zurückgucke, was in diesem Jahr so alles passiert ist mit Princess Charming unter anderem, ja,
Wenn ich dann zurückblicke, was im letzten Jahr die Siegessäule uns mit der Maske, wir dachten, das wird irgendwann zu Ende sein, und ich reingeschaut habe, welches Filmprogramm wir fürs BLN eigentlich vorhatten und wie wenige Filme wir davon bisher zeigen konnten, denke ich, umso wichtiger ist es, nicht nur den Fokus auf Berlin, auf uns in unserer tollen Situation hier zu haben, sondern durchaus auch rauszugucken, sei es nach Brandenburg, sei es auch nach Sachsen, Thüringen, sei es auch oben nach Mecklenburg-Vorpommern, wo es noch ein queeres Filmfest gibt, aber auch in die Regionen zu gehen. Und deswegen finde ich diesen Tipp und das, was wir jetzt hier machen, wie wir die Zeit überbrückt haben, super, nämlich Tipps fürs Homekino zu geben, aber wir wollen ja auch wieder in die Kinos kommen. Und jetzt schaffe ich es auch, den Bogen zu kriegen zu dem, wen ich jetzt als nächstes euch vorstelle, denn sie hebt gerade eigentlich auch ab in neue Sphären, in andere Sphären und hat jetzt eigentlich gar nichts mit der DDR zu tun, weil als die ihr Ende erlangte, war die noch gar nicht geboren. Jetzt ist die Frage, von wem spreche ich? Also es geht nicht mit den neuen Sphären um Twilight. Wer von euch so ein bisschen Yellow Press liest, könnte vielleicht auch mal mitbekommen haben, dass da gerade in den letzten Tagen sehr viel über Kristen Stewart geschrieben wurde und gesprochen wurde. Da gibt es jetzt zwei Gründe für. Nämlich einmal den Grund, verliebt, verlobt, vielleicht auch irgendwann verheiratet, weil sie hat einen Antrag bekommen. Und zwar von ihrer Lebensgefährtin und Verlobten, nämlich von Dylan Meyer. Und eigentlich wollten wir euch die beiden auch jetzt genau nochmal zeigen. Die beiden sind seit 2 Jahren, glaube ich, ungefähr zusammen. Kristen Stewart hat schon lange auf diesen Antrag gewartet, wurde gesagt. Dylan Meyer ist ebenfalls Regisseurin und in der Filmbranche unterwegs. Und im Endeffekt heiratet sie jetzt gerade die aktuelle Lady Di. Der Film Spencer läuft aktuell oder lief bei den Filmfestspielen in Venedig, kommt in Deutschland in die Kinos Ende Januar. Und die Performance von Kristen Stewart wurde extrem gelobt. Sie ist auch wirklich, wie man das auf dem Bild vielleicht sehen kann, sehr gut von Maske und Kostüm hergerichtet. Und das Schloss Windsor steht im hessischen Taunus. Also ihr merkt schon, wir haben hier so ein paar Film-Highlights, die wir euch hier so mit präsentieren. Der Film wirklich eine wunderbar als Biopic, als nicht im Wahren umgesetzt, sondern als Spielfilm von Pablo Larrain, der auch schon über Jackie Kennedy einen wunderbaren Film gemacht hat. Und ich habe mir jetzt nochmal die Filmografie von Kristen Stewart angeguckt und bin da hingekommen. Eigentlich könnten wir über sie mit ihr jetzt gerade mal 32 Jahren, weil sie erst, also noch nicht mal 32, 31, 90 geboren wurde, echt eine Werkshow machen. Weil nicht nur Drei Engel für Charlie und Twilight und zusammen mit Jodie Foster in Panic Room und G.T. Leroy, den wir in Berlin gar nicht zeigen konnten, mit Diane Kruger zusammen. Also das ist Jean Seberg vor 2 Jahren, kurz vor der Pandemie. Also ein Riesenspektrum, was sie abbildet und jedes Jahr eigentlich 2 große Langfilme. Also vielleicht gucken wir mal beim BLN auch mal in diese Richtung. Jetzt haben wir allerdings zuerst, bevor wir auf das BLN, das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest, und da möchten wir euch darauf hinweisen, weil ihr könnt wieder ins Kino kommen zu uns, haben wir vorher noch, und da hatte ich jetzt schon versucht darauf hinzuweisen, auch die Situation, dass wir sagen, es braucht mehr Filme und mehr Sichtbarkeit von trans- und non-binären Personen im Kino, auf der Leinwand, und wir haben uns dessen angenommen und machen jetzt zum Trans Day of Remembrance in Kooperation mit der AHA, in Kooperation mit den Mitwirkenden hier aus diesen Räumlichkeiten, ein Special Filmtag. Und dort wird keine geringere als Monika Treut mit einem Doppelfeature oder Doppeldokumentar dabei sein, nämlich mit Gendernauts, das heißt ihrem ersten Film über die Gendernauten, den sie schon 1999 umgesetzt hat und entsprechend 2 Jahre vorher schon gedreht. Die Situation aus San Francisco, wo wir hier noch gar nicht von Non-Binary und Transition in dem großen Maße gesprochen haben. Diesen Film zeigen wir als Doppel zusammen mit dem diesjährigen Berlinale-Hit, nämlich Generation, wo es um genau dieselben Protagonisten 20 Jahre später geht. Und das zu machen, quasi eine Langzeit-Filmbeobachtung,
wo und wie sie denn gelandet sind, ist dieser Frau zu verdanken, Monika Treu, zusammen mit der wunderbaren Elfie Mikesch an der Kamera, die ich glaube inzwischen schon 80 Jahre ist und einen wunderbaren Blick dafür hat, wie sie die Bilder und die Stimmungen einfängt. Und das, was diese beiden Filme zusammen uns hier in Berlin auch sagen können über Gentrification, über inwieweit die Situation und Herausforderungen, die Transpersonen sich zu stellen haben, uns alle auch betreffen im Miteinander, werden wir in einem Filmgespräch im Anschluss an diese beiden Filme zusammen mit Monika Treut, mit dem Transaktivisten und Moderator Henry Vogel und den beiden RegisseurInnen von dem Film Trans I Got Life besprechen. Kommt also gerne am 21.11. ins Sputnik. Die Karten könnt ihr euch vorher sichern. Wir werden dort 2G komplett umsetzen, weil wir sagen, wir möchten, dass wir uns dort auch alle sicher fühlen und werden uns zusammen mit Salzgeber überlegen, wie wir denjenigen, die nicht ins Kino kommen können, auch für online zu Hause ein Filmerlebnis ermöglichen. Du merkst schon, ich hatte gar keine Zeit, mich um die Maske zu kümmern, bei dem, was ich hier alles jetzt so loslasse. Und das war ja noch nicht mal alles, sondern es kommt ja nun auch noch der Dezember. Weil da wirst du hier alleine sitzen. Da bin ich nicht hier. Da werden wir sicherlich einen Weg finden, vorher irgendwas aufzuzeichnen, denn da gibt es zu viel zu erzählen, auch mit einem sicherlich einem kleinen wichtigen Jahresrückblick, denn ihr habt ja nun einiges auf die Beine gestellt dieses Jahr. So schwierig ist auch in dem Lockdown oder mit der Halb-Lockdown-Situation mit 3G teilweise für euch war. Also wer es nicht verfolgt hat oder wer es nicht so direkt mitbekommen hat, schaut einfach mal auf die Seite vom BLN Filmfest oder googelt einfach mal, was das BLN Filmfest trotz Lockdown, trotz der Pandemiesituation dieses Jahr auf die Beine gestellt hat. Ich bin jedes Mal wieder völlig hin und weg und bin wahnsinnig glücklich, dass du hier mit dazugehörst und ich sowas denn immer aus erster Hand erfahre. Ja, und du bist ja sowas wie die Katalysatorin des Ganzen mit. Also du hast das Ganze hier ja so mit angeleitet. Katalytöse heißt das. Ah, okay. Ja, ich war mir auch gerade unsicher, ob Unterstrich oder Doppelpunkt oder doch Sternchen oder alles drei zusammen. Für Tunden immer Öse, das, Öse hinten dran. Öse, Döse, ja. Das, was wir gerade hier mitbekommen und was ihr auch an den Bildschirmen, an den Streams zu Hause seht, ist eine Premiere, weil ihr seht jetzt zum ersten Mal im Hintergrund unser neues Layout, unser neues BLN-Logo, was wir dank der grafischen Umsetzung und Unterstützung von Interpolare jetzt noch ein bisschen frühlingshafter gestaltet haben. Und ja, wir gehen jetzt direkt ins vierte Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest und wir zeigen nicht nur Filme für lesbische Personen, sondern haben... Und es ist ein Anliegen, es wirklich in den gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Und wir sind jetzt radikal vorgegangen. Also wir sind keine Radikal-Lesben in dem Sinne, aber wir sind radikal vorgegangen beim Programmkürzen. Nämlich, es macht gerade echt viel Arbeit zu entscheiden, bei all den Filmen, die jetzt gerade so rausgekommen sind, was können wir überhaupt stemmen? Und zwar so, dass das Publikum auch die Chance hat, die Filme zu sehen, wenn der Saal nicht ganz besetzt werden kann, wenn wir auf 2G gehen, wenn wir unsicher sind und wir möchten ja auch nicht, dass die Filme einfach verpuffen. Also haben wir überlegt, wir machen ein kleines, feines Programm, haben ein bisschen was rausgestrichen und das, was wir rausgestrichen haben, gibt es dann, schon mal ein Teaser, ab nächsten Jahr, ab Frühjahr, einmal im Monat, so auf dem einmal im Monat dienstags, ja, dann in der York-Gruppe, so ein Flinterabend, dienstags Möbelolfe, nicht Schwulen schubsen, sondern Lesbenbar und dann davor ins Babylon Kreuzberg und da haben wir einiges zusammengebaut. Aber jetzt kann ich euch noch sagen, was wir da zeigen. Wir haben Berlin-Premieren, wir haben Deutschland-Premieren, so halb, weil die waren schon mal online, aber noch nicht im Kino. Wir haben einen Dokumentarfilm über Trans-Life, Queer-Community aus Toronto. Wir haben den aktuellen Debütpreisgewinner, nämlich von Franzi Fabritz, Sarah Fazilat und Elin Gehring, Nico. Wir haben Love Spells and All That, ein Film über ein türkisches Märchen über zwei Frauen, der großartig erzählt ist und an die tschechischen Filme dann so ein bisschen anknüpft eigentlich von der Stimmung her. Und wir haben auch ganz viel Non-Binäres und Trans-Filme, die wir zeigen. Versuchen das immer parallel zu programmieren. Und das heißt, ihr könnt 12 bis 14 Filme dann in den 3 Tagen sehen und das Ganze eröffnen. Unser Filmfest wird ein Film, der Berlin-Premiere hat, mit einer Live-Performance, Trompeterin Rike Hui, live. Ein Film, der
sehr pandemisch daherkommt, leider ein bisschen dystopisch, ein Sci-Fi-Thriller ist. Und glaube ich, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, wirklich viel über das erzählt, was wir jetzt alle gemeinsam in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Und du machst die Preview. Du machst sozusagen am Tag davor die Eröffnung. Genau, ich mache die Eröffnung mit meinem Welt-AIDS-Tags-Event Surviving Voices. Eine Kooperation mit dem National AIDS Memorial San Francisco, die seit mittlerweile, jetzt muss ich wieder 2015 müsste es sein, ein Oral History Video Projekt haben, bei dem Menschen mit HIV und AIDS ihre Kurzvideodokumentation, ihre Geschichte, ihren Umgang, ihr Leben mit HIV und AIDS erzählen. Jedes Jahr werden Videos veröffentlicht, in den letzten Jahren immer am 1.12. Werden die Videos auf YouTube veröffentlicht, aber mit Events dann auch in den ganzen USA. Und vor 3 Jahren habe ich angefangen, dazu auch ein Event hier in Berlin zu machen, auch im Sputnik-Kino, wo ich einige dieser Filme, dieser Videoporträts dann präsentiere und aus Berlin mir positive Menschen einlade, die dann live von ihrem Leben erzählen, was sehr, sehr persönlich ist, einen teilweise auch mal nahe geht, aber vor allen Dingen eigentlich immer Mut macht, weiterzumachen, das Leben doch wieder in die Hand zu nehmen und sich nicht unterkriegen zu lassen, egal wie dramatisch oder wie scheiße auch manchmal das Leben zu einem sein kann. Ich freue mich da schon sehr drauf. Es wird auch da wieder eine Weltpremiere geben. Es wird mindestens ein Video, werde ich aus San Francisco bekommen, was dann wirklich fertig ist und eine Weltpremiere hat. Die eigentlichen Filme werden wie im letzten Jahr nicht in San Francisco am 1.12. oder in den USA am 1.12. Premiere haben, sondern werden beim Frameline Film Festival in San Francisco im nächsten Jahr dann Premiere haben. Also das Frameline, das jetzt für alle, die hier sitzen und sich fragen, mit was für Worten wir hier so rumschmeißen, das Frameline gehört in San Francisco zusammen mit dem Outfest aus L.A., Hollywood, zu den beiden größten und zu den beiden wichtigsten queeren LSBTI-Filmfesten weltweit, wo auch immer deutsche Programmer hinfahren zum Sichten. Und das heißt, wir haben hier in Berlin, dank Gabi und dank Gabis Vernetzung zu Jörg Vöckle, den ich kennenlernen konnte, und Deborah Craig, die das zusammen machen, hier wirklich Deutschland- und Weltpremieren. Und das ist schon was Besonderes. Und kommt ruhig schon am 1.12. ins Sputnik, weil das wird bestimmt ein toller Abend und wir werden noch für ein bisschen lesbisches Begleitprogramm in den Kinosälen sorgen und auch Ammonite nochmal zeigen. Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was wir hier doch trotz der vielen Situationen immer wieder versuchen auf die Beine zu stellen und das auch hinbekommen. Würden uns freuen, wenn ihr das nutzt und vielleicht auch online, dass der Falk ein bisschen was zu tun hat hier. Mal den einen oder anderen Kommentar abgibt oder uns auch darum bittet, die Termine nochmal zu nennen oder so. Das schreiben wir, glaube ich, noch mit rein. Weil einen haben wir noch vergessen, nämlich die Kurzfilme hier in der AHA zum Trans Day of Remembrance. Vorher den kleinen Zug der Stille am 20.11. direkt vom Neulendorfplatz hierher. Und dann gibt es hier zu sehen gegen Spende Kurzfilme aus Translebenssituationen über Trans Life Matters weltweit, die wir zusammengestellt haben. Ja, und jetzt hatte ich gerade eben eine Frage für unser Quiz, was wir mittlerweile auch im. Zum einen, das wollte ich dich nämlich eigentlich im Backstage noch gefragt haben. Wir verlosen einfach beim Quiz jetzt mal 2 Karten für euren Trans-Non-Binary-Filmabend im Sputnik. Ja, das kommen wir hin. Allerdings ist die Voraussetzung 2G. Ansonsten müssten wir irgendwie auf eine DVD oder irgendwas anderes ausweichen, weil das können wir nicht aufweichen und das wollen wir auch nicht. Und da können ihr, habt Zettel auf den Tischen liegen und Stifte und alle, die zu Hause im Livestream zuschauen, die können jetzt dann bis zum Ende der Pause, habt ihr die Gelegenheit, noch euch
die Antworten in den Live-Chat einzutragen. Das ist zwar jetzt etwas, also ihr habt die Gelegenheit, eure Antworten auf die Frage in den Live-Chat zu schreiben. Und zwar geht es um einen Film, den ich nachher auch noch vorstellen werde. Und zwar Ich bin meine eigene Frau, von das Leben von Charlotte von Mahlsdorf. Und Charlotte von Mahlsdorf ist Preisträgerin. Und deshalb gebe ich nämlich nur die Zeit bis zum Ende der Pause, und zwar Preisträgerin des Bundesverdienstkreuzes. Und ich möchte von euch wissen, wann und mit welcher Begründung hat Charlotte von Mahlsdorf das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also das sind zwei Fragen. Und ich sage euch vorweg, sie hat das Bundesverdienstkreuz nicht für dauerhaft lebenslanges Tragen einer Kittelschürze bekommen. Ja. Eine spannende Frage, Gabi. Der eine oder die andere könnte es eventuell wissen. Mir reicht auch das Jahr. Mir reicht auch das Jahr. Und ja, ihr dürft jetzt noch ganz schnell googeln. Wir sammeln nach der Pause die Zettel ein. In der Pause werde ich, wie gesagt, damit ihr auch nicht zu sehr googeln könnt mit euren Smartphones, werde ich mit meiner Spendencam rumlaufen. Und gibt's Popcorn? Nee, Popcorn gibt es leider nicht, weil da haben wir immer noch das Problem, das mit dem einzeln verpackt und so. Ich verstehe. Hygiene, auch mit 2G. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was es an Snacks, vielleicht könnte das ja auch mir jemand, also mir die Wissenslücke helfen zu schließen, an Snacks früher gab, wenn es sozusagen einen Clubabend oder irgendwas in dem Ostteil der Stadt oder auf dem Gebiet der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone DDR gab. Ich weiß es nämlich nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich komme nicht drauf. Ich war oft bei unseren Verwandten, aber ich weiß es gerade nicht. Also wer uns bis zum Ende der Pause das ultimative Snack-Highlight bei Clubabenden in der DDR nennt, hat auch Chancen bei der Verlosung. Ich glaube, ich habe Hunger. Du hast Hunger. Ich glaube, für dich habe ich noch ein Stückchen Pizza hinten. Wir gucken mal. Wir sehen uns gleich nach der Pause in so ungefähr 10, 15 Minuten wieder. Bis gleich.
Hallo? Wie jetzt? Hallo? Hallo? Guten Abend, liebe Ostpocken und Westpestilentia. Herzlich willkommen in Erichs Lampenladen zu Ein Kessel Tuntes. Mein Name ist Trinka Brause. Sie kennen mich vielleicht von der Fernsehsendung Bauer ist Frau. Wir haben jetzt ein Programm so geschmackvoll wie Dederon-Schürzen und am Ende riecht es auch so. Ein Geschenk wie Präsent 20. Fahren Sie mit uns im himmelblauen Trabant. Steigen Sie ein in den Sonderzug nach Pankow. Nehmen Sie sich einen Platz am Fenster. Oder gehen Sie mit uns über sieben Brücken. Das ostigste Mutter-Tochter-Duo seit der Wiedervereinigung begeistert regelmäßig hier in der AHA auf dieser Bühne mit ihrer Show Wir hatten ja nix. Und jetzt begeistern Sie uns noch einmal mit einem Highlight tuntiger Musikvideoproduktion. Erleben Sie Kay und Betty Büchse als Kerstin Ott und Helene Fischer. Und ich frage euch, seid ihr bereit? Immer bereit. Hier sind Kay und Betty mit Regenbogenfarben. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind. Das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles bunt. Musst nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Regenbogenfahnen, komm, komm, lass die Welt erstrahlen. In Regenbogenfarben, man sieht sie überall. Regenbogenfahnen. Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brüchen, die sie nach Hause bringt. Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind. Wir sind ganz normal. Lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Regenbogenfahnen, komm, komm, lass die Welt erstrahlen in Regenbogenfarben. Man sieht sie überall. Dreh dich um, dann kannst du über den Tellerrand sehen, alles bunt.
muss nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Hey und Betty Büchse mit Regenbogenfarben. Ja, ich finde wirklich ein Highlight. Musik, tuntige Musikvideokultur. Die beiden lassen herzliche Grüße ausrichten. Betty hat heute Besuch, Familienbesuch aus dem Osten und ist deshalb leider nicht abkömmlich. Sie versucht ihrer Mutter Westkultur. Nein, furchtbar, aus. Nein, sie ist heute mit ihrer Mutter und ich weiß nicht, mit wem noch unterwegs. Und ja, kann leider nicht kommen, aber ich kann Gutes verrichten, denn berichten. Verrichten kann ich. Ja, was ich. Nein, ich kann Gutes berichten, denn beide fragten mich, als ich heute Nachmittag mit ihnen kurz telefonierte, wann sie denn das nächste Mal hier auf dieser Bühne auftreten können. Dieses Jahr wird es wohl nichts mehr, aber fürs nächste Jahr sind schon die ersten Termine in Planung. Und dann gibt es wieder fulminant und dann wieder auch mit Publikum. Wir hatten ja nix, die Ost-West-Mutter-Tochter-Show, die mittlerweile ja auch ein Konzept hat, was den einen oder anderen, der die letzten Shows gesehen hat, freuen wird. Was allerdings nicht unbedingt heißt, dass es auch Inhalt gibt. Ja. Die anderen Livestreams bzw. die Videos von den Livestreams des letzten Jahres gibt es natürlich noch auf unserem YouTube-Kanal der AHA Berlin e.V. zu sehen. Ebenso viele, viele andere Shows, unter anderem auch die TGIFs der letzten Jahre und vieles, vieles mehr. Es lohnt sich da mal reinzuschalten. Und jetzt frage ich nicht nach den Online-Kommentaren, wie ich es eigentlich hier auf meinem Ablaufplan stehen hatte, denn es schauen, glaube ich, sehr, sehr wenig Leute zu. Aber ich hole trotzdem Falk mal kurz zu mir auf die Bühne. Denn, ich glaube, wir setzen uns einfach mal kurz. Als ich am Anfang gefragt habe, wer aus dem Osten kommt, warst du einer der Ersten. Du hast ja auch gesagt, du hast dir schönes Begrüßungsgeld abgeholt, so wie es dir gehört. Ganz indiskrete Frage, du warst 18, als du, ja, als die Mauer fiel. Warst du da schon selbstbewusst schwul? Nee. Oder? Nein. Das war Berlin. Das hat mich dann dazu gemacht. Ja. Aber wie gesagt, ich werde da nicht fragen sprechen. Wir uns jetzt, ist das eine Anschuldigung oder ist das eine Aussage von Dankeschön, liebes Berlin? Das wird Falk für sich selber behalten. Dankeschön, Berlin. Also im Rückblick, hast du irgendwas über schwules Leben, über lesbisches Leben in der DDR mitbekommen? Wenn man in einer kleinen Stadt aufwächst und das im tiefsten Sachsen. Ich glaube, das reicht schon, sich das vorzustellen. Ja, es gab drei Dörfer. An dieser Stelle muss man sagen, er hat einen sehr, sehr guten Logopäden. Ja. Es gab zwei Dörfer weiter, zwei Männer, die hatten zusammen ein Haus. Und das war Gesprächsstoff. So, das war ein schwules Paar, ist klar. Aber das wussten alle, aber das war alles, womit ich zu tun hatte. Und der Rest waren so Bücher und ja, da war nicht, ich wusste nicht viel von. Kam wirklich es wurde vom Dorf. Ja durchaus also noch mehr als im Westen fast verschwiegen, weil es irgendwie nicht ins Konzept des Arbeiter- und Bauernstaates passt. Ich habe dich jetzt vor allem deshalb auf die Bühne geholt, weil du hast Kontakt zu einem Filmemacher, nämlich Ringo Rösener, der den Film Unter Männern gemacht hat.
Und zu dem Film äußert er sich auch selber, hat nämlich ziemlich ein kleines oder für mich etwas längeres Video geschickt. Aber erstmal, wie hast du Ringo kennengelernt? Auf welchem Wege? Ich kann fast sagen, dass Ringo ein Schüler von mir war. Ich war zu der Zeit, also Ringo stammt aus Anklam, und ich war zu der Zeit als Dramaturg und Regisseur in Anklam. Und er hatte ein Schülertheater im benachbarten Gymnasium von unserem kleinen Theaterchen da und hat da eine Truppe gehabt, und die waren kurz vor der Premiere und waren sich nicht mehr so richtig sicher, ob das dann alles so richtig schick ist, und haben dann sozusagen um Hilfe gerufen. Und da bin ich dann so 2-3 Mal vorbeigekommen und habe dann dem Team von Ringo da mal ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und daraus ist eine ganz super Zusammenarbeit geworden, dass wir dann im nächsten Jahr gemeinsam Peer Gynt gemacht haben. Also ich hatte eine Truppe von 25 Gymnasiasten, unter anderem im Ringo dabei, der damals schon wirklich die Ambition hatte, da ein guter Regisseur zu werden, nur dass er dann eben so Richtung Film abgebogen ist, während ich eben beim Theater geblieben bin, und der Kontakt ist dann so geblieben, und jetzt ist er in Leipzig, hat inzwischen schon lange zu Ende studiert, eben ist in der Filmrichtung geblieben und hat eben unter anderem den Dokumentarfilm gemacht, der ja auch auf der Berlinale gelaufen ist. Genau, der Dokumentarfilm Unter Männern, und viel mehr sage ich jetzt erstmal nichts dazu, sondern wir lassen einfach Ringo selber mal ein bisschen erzählen. Genau. Und ich habe an seinem Video nicht rumgeschnitten, sondern finde einfach, so wie er erzählt, das darf er in voller Länge erzählen, und viel Spaß damit. Hallo, ich wünsche euch einen guten Abend hier aus Leipzig. Mein Name ist Ringo Rösener. Und ich bin einer der 2 Regisseure, die diesen wunderbaren Film gemacht haben, Unter Männer, schwul in der DDR. Und der liebe Falk hat mich gefragt, ob ich ein paar Worte zu euch nach Berlin schicke. Und das möchte ich natürlich irgendwie tun. Also ich grüße euch erstmal und hoffe, ihr habt einen spannenden Abend mit Gabi. Und Polly ist ja auch dabei. Und das hörte sich von der Beschreibung her alles total interessant an. Dementsprechend bin ich fast ein wenig traurig, nicht bei euch zu sein. Ihr wollt ja, glaube ich, ein bisschen mehr wissen, warum oder wie Unter Männern entstanden ist. Und das hat ganz viel mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ein Kind aus dem Osten und habe mich eine ganze Weile gefragt, ja, wie lebten die eigentlich im Osten und wie war das eigentlich mit diesem Schwulsein, und wenn ich jetzt so ein Teenager gewesen wäre oder so ein Twink, wie man heutzutage sagt, wie hätte ich da eigentlich leben können? Und aus dieser Frage heraus habe ich angefangen, irgendwie mich zu informieren, und bin so auf verschiedene Dinge gestoßen. Ne? Irgendwie bekannte Sachen wie Charlotte von Mahlsdorf gab es, erstaunliche Sachen wie, dass der Paragraph 175 1969 mehr oder minder abgeschafft wurde, also schon gestrichen wurde als Paragraph 175, aber weitergeführt wurde als Jugendschutzgesetz Paragraph 151, wenn ich mich recht erinnere. Und das waren alles so verschiedene Dinge, wo ich dachte, okay, das ist aber interessant, also es klingt irgendwie ziemlich offen. Und habe dann angefangen, mit Männern zu reden, also erst hier aus Leipzig, und dann habe ich mal geguckt, wie war das eigentlich in Berlin und ähnliches. Und daraus ergab sich die Idee, ja, vielleicht ist das irgendwie ein Dokumentarfilmstoff. Und ich habe damals bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet, und jetzt arbeite ich an der Uni, deswegen stehen da so viele Bücher. Also zumindest in dieser Filmproduktionsfirma habe ich dann gesagt, ah, ich würde da, wie findet ihr das? Ist das eine gute Idee? Wollen wir mal dazu was machen über quasi... Mein Referenzpunkt waren ja schon Schwule, also Schwule oder Homosexualität in der DDR. Und die haben gesagt, ja, mach doch mal und guck doch mal, wie weit du kommst, und trag doch erstmal zusammen. Und das war so 2010. Und dann habe ich irgendwie direkt da recherchiert. Und da ich ja kein Regisseur bin oder eigentlich nicht so wirklich ursprünglich aus der Filmbranche komme, wie andere wirklich talentierte Menschen, irgendwie, die ja auch andere Filme gemacht haben, die ihr heute irgendwie mit im Plan habt. Habe ich Markus Stein, das war ein befreundeter Regisseur, irgendwie gefragt, ob der Lust darauf hätte. Und der hat gesagt, ja, das interessiert ihn total. Und dann haben wir quasi zusammen ein Drehbuch geschrieben
und uns mit den Leuten beschäftigt und quasi 2011 den Film drehen können, weil wir gut gefördert worden sind. Dann hatten wir das große Glück und die große Freude quasi, dass uns Wieland Speck und sein Team im Panorama der Berlinale irgendwie ausgesucht haben, daran teilzunehmen. Und so hatten wir quasi 2012 die große Premiere im Kino International auf der Berlinale. Ja, und wenn ihr jetzt noch wisst, wie ich wissen wollt, das ist immer so die gängige Frage, die auf Veranstaltungen kommt, wie hat er denn diese Protagonisten gefunden? Also einerseits habe ich ja schon vorhin gesagt, ich habe es recherchiert und in dieser Recherche tauchte immer Eddie Stapel auf. Das ist derjenige, der quasi diese homosexuellen Bewegung über die Kirche organisiert hat. Mit dem habe ich mich getroffen und ich fand den unglaublich sympathisch und er wollte auch mitmachen und Rede und Antwort stehen. Und das war, glaube ich, ein großer Glücksfall. Ich glaube, in Out in Ost-Berlin hat Eddie Stapel auch eine Rolle. Dementsprechend war das irgendwie der genuine Punkt, wo man hin musste, um viele Sachen auch zu verstehen, auch um das Drama der politisch Verfolgten in den 1980ern zu verstehen. Eddie ist vor einigen Jahren gestorben. Das ist nach wie vor sehr schade, aber ich bin aus dem Grund unglaublich froh, dass der im Film drin ist. Gestorben ist leider auch, und das merkt man dann doch schon, wie alt der Film ist. Es sind jetzt fast 9, 10 Jahre her, ist Jürgen Wittorf. Das ist quasi der Künstler, der am Anfang des Films spricht und quasi der Macher der Grafiken ist, mit der wir überall Werbung gemacht haben. Den habe ich, da hatte mich Karl-Heinz Steinler am Schwulen Museum darauf gestoßen, dass man mit denen unbedingt reden müsste. Und den habe ich dann tatsächlich auf dem schwul-lesbischen Straßenfest durch Zufall einfach gesehen und angesprochen und habe gefragt, ob er mit mir darüber reden will. Und er war sehr auskunftsfreudig und hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, dass er seine Geschichte erzählen kann. Und dementsprechend ist die Geschichte auch im Film. Und für mich bedeutet es auch sehr, sehr viel, weil Jürgen irgendwie sehr viel mitgeben konnte und auch meines Erachtens wichtige Kunst hinterlassen hat. Frank Schäfer, quasi der Friseur mit den Tattoos und der Glatze, ist mir in einem anderen Film begegnet, und zwar Traum in Erdbeerfolie von, habe ich jetzt leider vergessen, Marco irgendwas, das müsst ihr mir verzeihen. Und da habe ich den auf einer Premiere angesprochen und gesagt, ich glaube, du kannst mir was zu schwulen Leben in der DDR auch sagen. Und er sagte, ja, mach ich sofort. Und so kam Frank Schäfer in diesem Film. Der vielleicht, das sieht man so ein bisschen, der Sohn von Gerdi Schäfer ist, was einer der wichtigsten Künstler oder Komiker in den 50er, 60er Jahren in der DDR war. Und sprich irgendwie dadurch auch eine besondere Standing in der DDR-Landschaft hatte. Die beiden alten Herren aus Leipzig, der Christian und der Helwin. Helwin kannte ich tatsächlich zuerst. Das ist der Chilene, der war befreundet mit einer mir befreundeten Familie. Und den habe ich mal gefragt, weil der quasi ja extra von Chile, nicht extra, er ist aufgrund der Diktatur von Pinochet in die DDR geflohen oder ist in der DDR geblieben. Aber der hatte so einen eigenen Blick auf das Ganze. Das fand ich super interessant. Und der brachte irgendwann diesen Christian mit und sagte, hey, der hat auch was zu erzählen. Und Christian ist tatsächlich derjenige gewesen, der eigentlich überhaupt nicht im Film teilnehmen wollte. Das war ihm zutiefst zuwider und wollte sich nicht so weit offenbaren. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass er sich überwunden hat, dann doch irgendwie etwas zu erzählen, was viele Konsequenzen in seinem jetzigen Leben hatte, weil er auf einmal sich tatsächlich noch vor Freunden outen musste, die offiziell nichts von seiner Homosexualität wussten. Dementsprechend ist Christian auch derjenige, der mir, der glaube ich am meisten gewonnen hat in dem Film und der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Noch am Herzen liegt mir, glaube ich, aber auch der Thüringer, der quasi mit der eine eigene Glaskunst in Thüringen, in Lauscha, entwickelt hat. Und John hat eine Geschichte mitgebracht, die quasi von einer versuchten Flucht erzählt und gleichzeitig irgendwie eine Liebesgeschichte mitbrachte, quasi die Liebesgeschichte zu dem Freund, vor dem er eigentlich fliehen wollte,
aber der ihn letztendlich doch zurückgehalten hat zu fliehen. Also nicht bewusst, sondern unbewusst. John ist dann wieder zurückgekehrt von der Grenze, weil er diesen Freund einfach nicht vermisst, also nicht aufgeben wollte. Und wurde dann von der Polizei geschnappt. Das ist Johns Geschichte. Und John hat sich aber trotz alledem, und das finde ich sehr spektakulär, quasi in Thüringen, im Lauscher, das ist wirklich weit im tiefsten Thüringer Wald, ein eigenes Leben aufgebaut, was dahin führt, dass er quasi auch Camp im besten Sinne des Wortes ist und mit uns in einem Glasprinzessinnenkleid durch Lauscher gegangen ist und wir konnten ihn dabei filmen. Das bleibt mir, so endet der Film und das bleibt mir irgendwie ziemlich, ziemlich stark im Bewusstsein. Genau, das sind, glaube ich, so die meisten. Wir haben noch mit Jürgen Lemke gedreht, derjenige, der quasi Geschichten aufgesammelt hat über schwules Leben, und zwar in den späten 80ern, 86, 87, ich glaube, das Buch kam 88, 89 raus. Ist damit auch die erste Publikation. Ja, ihr werdet den Film heute anscheinend nicht sehen. Ihr werdet hoffentlich noch tolle GesprächspartnerInnen haben, die mehr über die Zeit sagen können, als ich es vielleicht jetzt. Ich fand es, auch Markus, glaube ich, fand es eine wichtige Erfahrung, in diese Lebenswelt hinabzusteigen, sie zu konservieren auf einer bestimmten Art und Weise. Und ich bin unglaublich froh, diesen Film gemacht zu haben. Und unglaublich froh, dass wir ein Stückchen Zeitgeschichte irgendwie auch damit dokumentiert haben. Das ist nicht alles, das wird nicht alles sein. Es gibt, glaube ich, viel zu tun, insbesondere was die Geschichte und Aufarbeitung von Homosexualität an sich betrifft. Ich finde, da sind wir noch nicht fertig mit, auch wenn wir ständig Dokumente herstellen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Abend heute noch. Und Grüße aus Leipzig, und wirklich schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich bin gerne in Berlin. Aber beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, das holen wir auf jeden Fall nach. Und damit nach Leipzig einen herzlichen Dank an Ringo und vielen, vielen Dank für dieses Video. Und wir zeigen jetzt doch noch den Trailer dazu, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, von wem er denn jetzt gerade schon geredet hat. Das habe ich mir mal überlegt. Stell mal vor, du wachst auf und bist nicht mehr schwul. Oh. Dann muss ich also mit irgendwelchen Frauen immer ins Café gehen und in eine Bar und ins Kino und dann noch lange reden und dann, bis die nur endlich bereit sind und dann... Oh. Darauf habe ich keinen Bock, ja. Ehrlich gesagt, das ist schwul, perfekt. Ich bin noch in die DDR hineingeboren. Einen Staat, der sich verabschiedet hat, bevor ich ihn überhaupt bewusst wahrnehmen konnte. Wie hat man als Schwuler in der DDR leben können? Meine Eltern und Großeltern kann ich das kaum fragen. Das alles, was gesagt wurde im Ausland, dass Homos im Sozialismus, im Totalitarismus verfolgt werden und dass ich schwer habe, war ja überhaupt nicht wahr. In der DDR nicht. Aber es klingt so, als ob das ein Schwulenparadies war, wie du das schilderst. Für mich war es ein Paradies. Man musste sich unauffällig bewegen. Da Schwule keine Treffpunkte hatten früher, weltweit, haben sie sich in der Regel auf öffentlichen Toiletten getroffen, überall. Die Leipziger meistens hier. Naivität ist ja auch eine große Macht.
und eine große Kraft. Wenn mich irgendwelche Älteren angemacht haben, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr, nachdem wir unser 10 Jahre TGIF im Oktober dann gefeiert haben, wird es wieder die TGIF mit Langfilmen geben. Dann werden wir nicht nur DVDs vorstellen, sondern werden auch Langfilme zeigen. Und es wird sicherlich dann auch mal einen Abend, vielleicht sogar einen Double-Feature geben mit zum Beispiel Untermännern und Uferfrauen. Die kann ich mir da wunderbar in Kombination vorstellen. Und dann werden wir auch Ringo einladen, hier in die TGIF zu kommen. Ein weiterer Film, der nicht nur schwules Leben porträtiert, ist der Film Out in Ost-Berlin von Jochen Hick und Andreas Strohfeld. Und ich habe dazu eine Kritik aus der EPD Film. EPD ist der evangelische Pressedienst. Und was sich so kirchlich und konservativ anhört, ist überhaupt nicht kirchlich und konservativ. Also kirchlich ja, aber überhaupt nicht konservativ. Das Magazin EPD Film haben wir hier auch immer ausliegen, aushängen. Wenn es nicht gerade bei mir zu Hause liegt, wie jetzt aktuell, das habe ich im Abo, ein sehr, sehr empfehlenswertes Magazin, auch gerade wenn es um queere Filme geht. Und die EPD Film schreibt zu Out in Ost-Berlin. Homosexualität hinter dem eisernen Vorhang ist kein neues Thema. Zuletzt befasste sich Ringo Rösener und Markus Steins Dokumentarfilm Unter Männern, schwul in der DDR von 2012 mit der sexuellen Orientierung im Arbeiter- und Bauernstaat. Die Geschichte der Verzauberten ist damit nicht zu Ende erzählt. Im Dokumentarfilm von Jochen Hick und Andreas Strohfeld erinnern sich 5 Lesben und Schwule an ihr Leben im Spannungsfeld zwischen herrschender Sexualmoral und Selbstbestimmung. Offiziell wurde die Existenz von Menschen anderer sexueller Orientierung totgeschwiegen. Das Einzige, was ich über Homosexuelle weiß, ist, dass sie gut gekleidet und höflich zu Frauen sind, erklärt Jürgen Liftin, der als einziger Hetero zu Wort kommt. Sein Bruder Günther wurde am 24. August 1961 als erstes Maueropfer von Grenzsoldaten erschossen und anschließend in den Medien als Schwuler diffamiert. Außerdem in dem Film der 1942 in Berlin geborene Puppenspieler Peter Bausdorf, seit 48 Jahren mit demselben Partner zusammen, zeigt Fotos privater Festivitäten. Zu sehen ist unter anderem ein Mann in Frauenkleidern, dessen Handtäschchen ein Bild Erich Honeckers ziert. Der Transgender-Aktivist Peter Tatschel erinnert sich gut daran, dass er 1973 während der Weltfestspiele der Jugend in Ost-Berlin ein Transparent entrollte und daraufhin von britischen Kommunisten verprügelt wurde, die zum Demonstrieren angereist waren. Die große Mehrheit der internationalen Linken meinte, dass Homosexualität eine bürgerliche Perversion sei. Ein Leben lang, so der 1944 geborene Theologe Christian Pulz, habe es gedauert, um den von der Kirche implantierten Schuldgefühlen zu entkommen und trotzdem Christ zu bleiben. Dramen dieser Art verweben Hick und Strohfeld mit subtilem Witz. Dank Matthias Königers und Stefan Kuschners angenehmer Musik verschmelzen die schwulen Porträts zum kurzweiligen Blick aufs andere Ufer. Und diesen Blick zumindest auf den Trailer gebe ich euch jetzt auch. Ich bin ziemlich weltfremd aufgewachsen, wie so ein bisschen märchenhaft, ja? So abgeschieden von der normalen DDR-Realität. In der Klasse waren wir 3. Also wir sagten immer, wir waren verzaubert. Meine erste Bindung ist durch die Mauer kaputt gegangen. Wir hatten uns 3 Schwerpunkte gesetzt. Die sind Familie, der Kreis, der dort ist, übernimmt alle Funktionen vom Verreisen, vom Weihnachten feiern und so weiter. Wir sind mal eine ziemlich volle Kneiperin und die bröten gleich vom Tresen aus. Oh. Wer hat denn den Lesbenbus ausgekippt?
als ich zum ersten Mal in einer Schulenkneipe war. Viele hielten mich da zu Anfang auch für einen Stasi-Mann oder Polizei. Und da bin ich also ganz schnell dahinter gekommen, dass es nicht die Polizei ist, sondern das war ein Herr, der meinte, gut angekommen. Wir wollten nicht nur verhaften, wir wollen auch helfen. Das hat er wirklich gesagt. Ich als Parteimitglied dürfe doch nicht schwul sein und das sogar noch propagieren. Ja, und dann nach 5 Minuten war ich raus und war aus der Partei ausgeschlossen. Einen Tag vor dieser Fahrt nach Ravensbrück wurde ich zur Polizei vorgeladen, zur Abteilung Erlaubniswesen. Dann wurde mir noch nachgerufen, diskriminieren Sie nicht die Opfer des Faschismus. Und die macht so eine blöden Bemerkung wie, also euch würden wir nicht mal mit dem Stuhlbein ficken. Ich habe auch gemerkt, dass mir also meine Freunde wichtiger sind als dieser zu führende Verrat. Und das alles sind ja bloß kleine Ausschnitte aus einzelnen Leben, von denen es noch viel, viel mehr gegeben hat. Und wo ich mir sehr wünsche und hoffe, dass viel mehr davon aufgearbeitet werden kann und auch für die Nachwelt festgehalten werden kann. Ein Leben, was nun wirklich sehr groß aufgearbeitet wurde, nicht zuletzt, weil sie selber es sehr nach außen getragen hat, war das Leben von Charlotte von Mahlsdorf. Sicherlich eine der wichtigsten Menschen der lesbisch-, schwul- und Trans-Szene in der DDR, die in ihrem Museum bzw. im Keller dem Anfängen des Sonntagsclubs einen Raum gab. Ich hatte das Glück, zu meinem ersten Berlin-Besuch Silvester 1992-93 zum warmen Winter hier in der AHA, beziehungsweise nicht hier in der AHA, sondern damals noch am Mehringdamm in der AHA, zu einem Museumsbesuch im Gutshaus Mahlsdorf im Gründerzeitmuseum zu sein und noch eine Führung mit Charlotte selber zu erleben. 1992 hatte sie gerade ihre Autobiografie rausgebracht und 1992 hat auch Rosa von Braunheim dann ihr Leben verfilmt. Und ich weiß, jetzt haben wir ganz vergessen, die Zettel einzusammeln. Ich frage jetzt einfach mal, und wer als erstes reinbrüllt, der kriegt einfach die 2 Kinokarten. Nee, und wer jetzt erst das Handy guckt, der ist sowieso schon mal ausgeschlossen. Ja, wenn der macht das doch nicht so offensichtlich. Mensch, echt unglaublich. So, wann hat Charlotte das Bundesverdienstkreuz bekommen und wofür? Na komm, wann hat sie es bekommen? Ja, auch wenn du gerade aufs Handy geguckt hast. 1992, genau in dem Jahr, wo sie auch ihr Buch herausgegeben hat. Und zwar, es ist in der Tat im Internet schwer zu finden. Sie hat das Bundesverdienstkreuz bekommen für ihre Arbeit um den historischen Erhalt unter anderem des Gutshauses Mahlsdorf und der Gründerzeit Möbel, was sie ja alles mit ehrenamtlichen Helfern aus eigener Tasche bezahlt, ohne jeglichen staatlichen Zuschuss, was eigentlich eine ungeheuer unverschämte Geschichte ist. Die DDR hat ihr das erste Gutshaus, was sie damals wieder instand gesetzt hat, mit eigenen Kosten weggenommen. Auch das Gründerzeitmuseum sollte ja eigentlich von der DDR abgenommen werden, dass das erhalten werden konnte und sie das für sich erhalten konnte, ist schon unglaublich. Charlotte hat in 2 Diktaturen gelebt, als Mann im Kleid, als, wie sie selber sagte, Transvestit, nicht transsexuell, das heißt, ich schäme mich meines Körpers nicht. Das waren ihre Worte. Trotzdem kann man sie heute, glaube ich, aus heutiger Sicht als Transperson bezeichnen, denn sie hat ein Leben lang eigentlich immer im Kleid oder besser mit Rock und Bluse und Kittelschürze gelebt. Ihre Biografie beginnt mit einem Erlebnis, was dann auch dazu führen sollte, dass sie aus Deutschland wegging.
Die 30 Skinheads näherten sich Mahlsdorf mit Eisenstangen, Gaspistolen, Leuchtspurmunition und herausgebrochenen Zaunlatten. Ich spähte aus dem Fenster meines Gründerzeitmuseums in den Garten. An den Wäscheleinen schaukelten Monde aus Papier im Wind. Die rund 80 noch verbliebenen Gäste feierten ein unbeschwert harmonisches Frühlingsfest. Die Tina Turner-Dublette hatte sich schon abgeschminkt. Auch die Bauchtänzerin wippte nicht mehr vor den Gästen, sondern stand mit ihnen an der Cocktailbar. Würstchen wurden gegrillt, Schwul und Lesben tanzten und der Mond schien wie auf einer Kitschpostkarte durch die Bäume des Parks. Schnell noch das Licht ausmachen und mal draußen gucken, dachte ich. Den ganzen Abend hatten meine Mitarbeiterin Beate und ich an diesem Maitag 1991 Gäste von nah und fern im Halbstundentakt durch das Museum geführt. Die letzten Lampen kaum gelöscht, hörte ich jenes Geräusch klirrend hell, gegen das ich seit nunmehr 54 Jahren allergisch bin. Zersplitterndes Glas. Ein junger Mann stürmte blass wie eine Leiche ins Museum. Du musst die Polizei rufen! Die Neonazis droschen mit ihren Latten wahllos auf die Gäste ein. Alles ging wahnsinnig schnell. Meiner zweiten Mitarbeiterin Silvia schoss ein besonders mutiger aus nächster Nähe eine Leuchtpistole ins Gesicht, knapp neben das Auge. Bei einer jungen Frau aus München verfehlte das Geschoss sein Ziel nicht. Ihre Netzhaut wurde schwer verletzt. Eine 18-Jährigen zerschmetterte eine Zaunlatte auf den Schädel. Geschrei und Stöhnen mischten sich in das krachende Bersten der Infostände, die die Ostberliner Schwulengruppe aufgebaut hatte, und der Musikanlage, auf die der Rohrhaufen martialisch einschlug. Die Bomberjacken stürmten die Tanzfläche. Dort stand einem Leuchtturm gleich ein Transvestit mit ausladendem Fummel und mit großem roten Schwingerhut. Sie wollten auf ihn einprügeln, zögerten aber feige, denn er hatte sich inzwischen ebenfalls mit einer Zaunlatte bewaffnet, war von gleißendem Scheinwerferlicht umhüllt und brüllte die Meute an: Warum seid ihr so brutal? Das wiederholte er zweimal und plötzlich blieben sie stehen, blickten sich verwirrt an. Jemand rief: Die Bullen kommen! Und die jungen Nazis stoben auf und davon wie eine Herde in Panik gebratenes Vieh. Mit ihrer Munition verschossen sie noch auf den benachbarten Lumpenhof. Tausende Tonnen Altpapier gingen in Flammen auf, Schreie durcheinanderlaufen. Die Feuerwehr rückte an mit 50 Mann, löschten, fuhr die Verletzten ins Krankenhaus. Es war ein einziges Chaos. Mit einer eisernen Hacke in der Hand lief ich aus dem Haus. Silvia und Beate kamen mir entgegen und berichteten, es sei alles vorbei. Sie hielten mich fest und buxierten mich wieder ins Haus. Sie wussten, wenn mir jemand unter die Hände gekommen wäre, hätte ich zugeschlagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Eine Stunde später ging ich mit der Taschenlampe in den Garten, sah die zerschlagenen Stände, die Flaschenscherben, den zerstörten Plattenspieler und die zertrümmerte Musikbox. Ich fegte die Scherben vor der Kellertürscheibe vom Parkweg und dachte, wie sich die Bilder gleichen. Charlotte hat das mehrfach erlebt in der Nazizeit, mehrfach in der DDR. Dieses Erlebnis war dann das letzte, wo sie sich vor allen Dingen von der gerade eben bundesrepublikanisch gewordenen Polizei nicht geschützt fühlte und was sie dann dazu veranlasst hat, aus Berlin bzw. aus Mahlsdorf wegzugehen. Das Gründerzeitmuseum gibt es weiter und es gibt es weiter mit wunderbaren Mitarbeiterinnen, die Charlottes Andenken und die Geschichten von Charlotte am Leben erhalten, nicht nur wunderbare Führungen zu den Gründerzeitmöbeln machen, sondern auch Charlottes Leben in Ehren halten und Charlottes Wirken. Rosa von Braunheim hat einen Kurzfilm gedreht, den später in Schweden, wo Charlotte hingegangen ist. Diesen Kurzfilm möchte ich mit euch hier in der AHA gleich noch anschauen. 1992 hatte ich ja gesagt, hat Rosa von Braunheim das Buch als Mischung aus Dokumentarfilm und Biografie verfilmt mit der wunderbaren Ischkula Androgün in der Hauptrolle. Und da sehen wir sie alle drei. Charlotte, Ischkula als
ältere Charlotte. Und der Film gehört, finde ich, mit zu einem der besten, die Rosa je gemacht hat, weil er Charlotte ganz, ganz viel Raum lässt, auch von sich selber zu erzählen und im Gespräch mit den Schauspielern zu erzählen, wie war das damals, als sie ihren Vater erschlagen hat, als sie in die Psychiatrie kam als Jugendliche, als sie dann den Krieg durchlebt hat und später in der DDR weiter mit Kittelschürze und Staubwedel ihr eigenes Leben gelebt hat. Ich bin sehr glücklich, dass ich sie noch kennenlernen konnte und ein bisschen Charlotte könnt ihr dann auch gleich noch sehen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass mehr Leben, mehr queeres Leben aus der DDR so festgehalten werden kann und aufgearbeitet wird, wie das von Charlotte von Mahlsdorf. Und hoffe, dass sich da auch von öffentlicher Seite, nicht nur aus der queeren Community heraus, sondern wirklich auch von öffentlicher Seite, mehr Interesse zeigt und vor allen Dingen auch Gelder bewilligt werden. Denn so eine Aufarbeitung ist auch nicht nur zeitaufwendig, sondern teuer, aber sollte vor allen Dingen jetzt geschehen, wo es noch Menschen gibt, die das miterlebt haben. Und damit sind wir am Ende der TJF aus dem wilden Osten, kurz zum Jahrestag des Mauerfalls. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken nochmal bei Kay und Betty Büchse für das großartige Musikvideo und schöne Grüße an Kerstin Ott. Die beiden freuen sich, wenn sie mit dir selber mal auftreten. Vielen Dank an Ringo Rösener für seine Videobotschaft zu dem Film Unter Männern. Vielen Dank an Mimi und Carmen, die heute den Einlass gemacht haben. Und Grüße an Miriam, die mit einem sehr schön unschön eingewachsenen Zehennagel Malade zu Hause liegt und nicht in einen Stöckelschuh passt, geschweige denn irgendeinen anderen Schuh. Vielen, vielen Dank an Mike an der Technik. An Josef, der für unsere allwissende Bildregie heute den Stream betreut hat, und Tommy, der die Bilder dafür geliefert hat hinter der Kamera. Vielen Dank an Falk, der wenig zu tun hatte, aber gerade eben noch mal von sich selber etwas erzählt hat und von dem wir jetzt wissen, dass er von dem Begrüßungsgeld keine Pornos gekauft hat. Und vielen, vielen Dank an Sandra Polipolcho für den lesbischen Blick und ich freue mich auf die weiteren Termine. Die nächste TGIF ist hier in der AHA am 3.12., natürlich wieder zum Welt-AIDS-Tag, mit Filmen und Kommentaren von HIV-Positiven. Dann heißt es It's My Party and I Die If I Want To. Am 14.11. gibt es ein bisschen mehr zum Thema HIV und AIDS, nämlich mit mir, schon, also nächste Woche Sonntag schon, in der Ausstellung Archiv. Eine Spurensuche im Schulmuseum habe ich eine Führung, zu der ich euch herzlich einlade um 16 Uhr. Die Führung gibt es dann auch nochmal im Dezember und im Januar am zweiten Sonntag des Monats auch wieder um 16 Uhr im Schulmuseum. Am 1.12. wie gesagt meine Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag im Sputnik-Kino Surviving Voices USA Berlin 2021. Und damit ist dieser Zettel abgearbeitet. Ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kleine Pause im Stream. Verabschiede ich mich schon mal. Und ihr hier könnt noch mal Getränke nachfassen, dann schauen wir noch den Kurzfilm von Rosa von Traunheim, Charlotte in Schweden. Bis gleich.